Was geht ab? Schönen guten Tag. Na, habt ihr mich vermisst? Ich euch nicht. Nach der Schule Bennert schauen. Baba Leben. Bruder, dieses Baba Leben klingt so, als würdest du in Depression verfallen und dein gesamtes Leben hassen, nachdem du dir ein Video von mir angeschaut hast. Tag 3, Entzugsklinik. Ich habe das Gefühl, jederzeit mein Bewusstsein zu verlieren und hoffe, dass Bennert so schnell wie möglich ein Video hochlädt. Die Ärzte meinen, jetzt mal ehrlich, wer liest so einen langen Text? Also ich auf jeden Fall nicht. Prozent textsicher. Also irgendwie glaube ich, dass sie gar keine Ahnung hat, wie der Text geht. Eins zu eins einfach das Gleiche. Ach ja, und wenn wir gerade schon so über Musik und Rapper reden, ich hab den freshsten Newcomer in der Hood gefunden. Bro, du bist maximal 14. Wieso rauchst du hier im Video eine Kippe? Was bringt das? Dachtest du wirklich, das wertet jetzt dein Video auf? Das lässt dich cool dastehen? Nein, tut es nicht. Du bist scheiße cringe. Bitte lösch das Video, so schnell du noch kannst. Zu bittersüß. Ich kann mich nicht entscheiden. Nein, nein, nein. Einfach nein. Soll ich dich probieren oder lass ich's lieber bleiben? Was hab ich mir hier gerade angeguckt? Und was ging in ihrem Kopf eigentlich ab? Wieso macht sie da mit? Gibt's keine anderen normalen Jungs in ihrem Dorf? Wieso ausgerechnet er? Stellt euch mal vor, ihr zieht 14 Jahre eure Tochter auf und steckt Schweiß, Blut, Tränen und all eure Kraft rein, dass sie ein vernünftiges Mädchen wird. Und dann seht ihr dieses Video auf TikTok. Ich hoffe, ich bekomme später mal einen Sohn. Ach ja, und übrigens geiler neuer Song von dir. Wir sehen uns bald in den Charts. Oder in der Entzugsklinik. Ich bin auf Entgiftung, Digga. You dress and just be like, damn, I look good. I did it today. Schickes Kleid, aber irgendwie erinnert mich das an was anderes. Gottlos, wer hier gerade gelacht hat. Er schickt mir einfach sowas und denkt, alles ist wieder gut. Hey, Baby. Hey, Baby. Ich hatte. Am Samstag. Was? Mit Lilly. Es tut. Mir leid, Baby. Ich verstehe nicht, wo das Problem liegt. Okay, mal abgesehen, dass er voll der Wichser ist und dich betrogen hat und nicht mal die Eier hatte, es dir selbst zu sagen. Die Idee von der Entschuldigung ist eine 10 von 10. Also, wäre ich an deiner Stelle, würde ich den Bre verzeihen und es vergessen. Real Talk. Der Typ ist der King der Woche für diese gottlose Aktion. Ernsthaft. Mir leid, Baby. Ich habe einen Typen gefunden und der hat so viel GTA gespielt. Er rennt vor den Cops weg und jetzt schaltet sein ultimativer Fluchtinstinkt ein, den er bei einem Bankraub in GTA 5 gelernt hat. Bro, er hat einfach wirklich GTA 5 in Real Life gespielt gerade. Der Polizist kündigt danach auch direkt seinen Job. Kein Bock mehr auf den Die Jugendlichen sind viel zu overpowered mit dem GTA 5 Tricks. Bonjour à tous, je suis Turbocon et aujourd'hui je vais chez le coiffeur. Ich hab kein Wort verstanden, Bro. Ach du Scheiße. Also da verstehe ich gerade alles. Du musst nicht mal was sagen. Was hat dein Friseur da gemacht mit dir? Bruder, du kannst ihn anzeigen wegen Körperverletzung. Yo, Bro, machst du mir heute mal bitte hinten und oben alles auf 1 cm und vorne dann einfach den Ronaldo? Nur mit 10 cm? Man muss echt kein Französisch können, um zu wissen, was er sich gerade denkt. Ich würde damit auch nicht mehr zur Schule gehen, Bruder. Mach einfach 2 Monate krank. Sag, du bist irgendwo in der Kur, im Urlaub, keine Ahnung. Und komm dann wieder als normaler Mensch. 100% Fleisch. Voilà, Bruder. Und Helal. Einmal 8 Euro, bitte. Warum sollte ich weg von hier? Schau dich doch mal richtig um. Alles Jackpot hier. Du kannst mit... Yo, warum sieht das Ding so aus wie ein Pimmel? Was ist das? Sieht aus wie eine Dose Hundefutter auf dem Spieß. Real Talk, Mann, was ist das? Der Dönermann hat sich gedacht, er macht heute mal so auf Sparflamme. Er spart ein bisschen Geld und vertickt einfach das Fleisch von seinen Haustieren. Ist ja ekelhaft. Ah! Slatte Dinge, die er tun kann, damit sie komplett auf ihn steht. Okay. Okay, na dann zeig mal her. Ich bin ja echt gespannt.
Okay, die coolsten Girls sind Passenger Princesses. Was für ein Ding? Passenger Princesses, was ist das denn? Wir gehen davon aus, ihr seid gerade unterwegs, also du hast sie abgeholt, ihr seid im Auto. Gut, das reicht dann auch wieder. Ich hab nicht mal einen Führerschein. Das Einzige, wo sie meine Passenger Princess sein kann, ist, wenn wir mit diesem Teil hier fahren. Und der Tipp bringt doch nichts für meine Zuschauer, weil keiner von euch ist hier über 14. Da fährt doch niemand Auto oder geschweige denn hat irgendwie Kontakt zu einer Frau. Du musst jetzt rückwärts einparken. Ihr habt das sicherlich schon alle mal gehört. Ich bestätige das hier noch einmal. Wenn du rückwärts einparkst, suchst du deinen Arm, den einen Arm, um ihren Sitz rum, schaust nach hinten, du tust so, als würdest du, als wäre das normal, okay? Und dann lenkst du mit dem Handballen ein. Jungs, mach das! Macht es! Niagara-Fälle da unten! Ich bin Gwendo und ich bin deine Statistist, die du nie hattest. Sie denkt auch, wenn ich das mache, kommt das rüber wie im Hollywood-Film so. Geile Musik, Zeitlupe, schwarze Filmränder. Ich kann dir ganz genau sagen, wie das endet, wenn ich versuche, cool einzuparken mit einer Hand, weil ich vor dem Girl neben mir auf krass machen will. Danke für den Tipp. Ich habe jetzt zwar keinen Kontakt mehr mit meinem Date, aber dafür habe ich eine 4.000 € Rechnung für den Totalschaden an meinem Auto. Danke dir. Und deswegen fahrt kein Auto, Leute. Kommt am besten immer mit sowas. Das hat Swag. Und nützlich ist es auch noch. Geil, das ist meine Empfehlung des Tages. 4 Moves. Silly. Angie. Irgendwie erinnert mich der Kollege an etwas anderes. Gottlos, wer hier gelacht hat. Die Hamsterbäckchen von ihm sind aber auch echt knuffig. Ich war gestern am Bahnhof und ich hatte echt einen trockenen Mund. So, mein Mund war die Sahara-Wüste. Checkt ihr? Und ihr könnt euch auch sicherlich denken, wieso ich ein Pappmaul hatte. Und deswegen wollte ich mir auf entspannt was zu trinken aus einem Automaten holen. Bro, alles gut bei dir? Gib mir doch einfach meine Powerade und alles ist cool. Hey, wo willst du hin? Ich will eine Powerade und kein Monster, bitte. Ah, sehr schön, geht doch. Ernst? Ist das euer verdammtes Ernst? Ist das euer verdammtes Ernst, ihr Heuchler? Dreimal dürft ihr raten, wer kein Trinken bekommen hat. Wer auch immer diesen Sch*t-Automaten dort aufgestellt hat, ich werde dich finden. Ich wollte Ihnen mal sagen, Sie sehen aus wie ein schöner Schmetterling heute. Bruder, die Oma hat mies Swag mit ihrer YOLO-Cap. Sind Sie ein Schmetterling? Schmetterling. Aber Sie sind auch ein schöner Schmetterling. Miau. Was für Miau? Wo kam das Miau jetzt her? Miau. Schmetterling. Eichhörnchen. Hallo. Hey, hallo. Witzbold. Alter, Sie sind ein Witzbold, ey. Nein. Kriegen Sie mich doch. Ich hätte spätestens jetzt Todesangst und würde wegrennen, Bro. Im Vollsprint. Miau. Kriegen Sie mich doch. Fangen mich doch, du Eierlauch. Nein, Spaß. Spaß, ich mache nur Spaß. Alles gut. Sie strahlen eine positive Ausstrahlung. Jungs, ich hab eine Katze gefunden. Was für Miau, Miau, was ist da los? Das Video war so geisteskrank random. Würde mich nicht wundern, wenn das in Duisburg aufgenommen wurde. Das Video ist endlich vorbei. Wer dieses Video nicht liked, hat ein Jahr lang nur Pech. Deswegen gebt lieber einen Daumen nach oben. Also
Es wäre absolut dumm, jetzt keinen Daumen nach oben zu geben. So. Wir sehen uns morgen wieder. Ich küsse. Peace out.